Hallo Leute, Takeo hier. Weiter geht es mit Spider-Man Remastered. Das letzte Mal sind wir bei Oscorp eingebrochen, wo wir ein bisschen was zum Teufelsatem gelernt haben. Eigentlich ist das eine Substanz, die... Es ist ein schmaler Grat zwischen Verschwörungstheoretikern und Leuten, die ein klares Muster erkennen. Auf diesem Grat stehe ich. Und ich bin mir sicher, Gemeinsamkeiten zwischen den Dämonenangriffen auf Oscorp und Norman Osborn zu sehen. Das Motiv? Wahnsinnige haben selten Motive. Aber es ist wohl kein Zufall, dass sie sowohl eine Säule unserer Unternehmenswelt als auch das Zentrum unserer Stadtregierung angreifen. Das ist ein Angriff auf unsere Lebensweise. Und davor habe ich immer gewarnt. Wer mir zugehört hat, ist bereit. Für alle anderen bete ich. Genau. Der Teufelsatem war ja... eine Substanz, die Erbkrankheiten heilen soll, und die wird jetzt irgendwie als Biowaffe eingesetzt, weil wir auch gesehen haben, dass sie noch nicht so ganz ausgereift ist, und MJ hat schon wieder einen Plan, um an die Information zu kommen, wo Michaels sich aufhält, dieser Wissenschaftler, der mit dem Teufelsatem rumrennt, und den müssen wir auf jeden Fall vor Lee finden. Das heißt, wir schwingen einmal gleich rüber, am besten... Ja, hier gibt es noch ein paar Sachen, aber am besten, wenn wir hier schnurstracks zu MJ rüberkommen. Genau, hier drüben ist noch ein Rucksack. Und noch eine Sehenswürdigkeit. Drogenhandel und Kriminelle. Die sind ein Herz und eine Seele. Oh, ihr seid wie kleine Kingpin-Azubis. So süß. Ich breche die Knochen. Das hatte ich mir anders vorgestellt. Du gehörst mir. Ja, kommt mal alle hier unter die Brücke. Was ist das, verdammt? Zu leicht. Endlich ein Rücken! Die Kingpin-Azubis. Das war's, das ist nicht okay. Dich in den Boden. Das muss auch wehtun. Oh, nichts macht mehr Spaß, als einen illegalen Drogendeal auffliegen zu lassen. Als ich anfing, habe ich die Ganoven eingesponnen und einen Zettel für die Cops dagelassen. Da drüben ist noch ein Tower. Einheiten vor Ort. Körperverletzung wurde gemeldet. Sehen Sie nach. Der Ort ist die Feuerwache an der Westside. Jetzt sind wir wieder ein bisschen vom Weg abgekommen, aber ich möchte die Türme doch gerne schon alle aktiv haben. Oh je, da drüben wären noch ein paar Dämonen. Hier ist sehr viel auf einem Fleck. Lasst uns das auch gleich erledigen. Achtung, Agents, hier Zentrale. Wie ist unser Status in Lincoln? Zentrale, Dachstellung wird von Dämonen angegriffen. Mann, die wollen echt nicht, dass ich reingehe. Weshalb ich natürlich reingehe. Booyah! MJ, ich bin am zweiten Ort. Tragen diese Dämonen ihre Masken eigentlich immer? Bei Teamtreffen gibt es sicher Verwirrung. Ich finde heraus, was sie vorhaben, und du streust Sand ins Getriebe.
So, wir müssen noch irgendwie Gegner mit Stolperminen erwischen. Ich glaube, die laufen von selbst da rein. Noch ein Stück weiter. Oh, Welle 2. Das können wir doch auch sicher so im Kampf einsetzen. Ja. Zwei noch. Moment, wir müssen hier noch eine Stolpermine platzieren. Aber ich glaube, wir haben keine mehr. Das ist schlecht. Die Rolle der mörderischen Dämonen wird jetzt gespielt von noch mehr mörderischen Dämonen. So, haben wir wieder eine Stolpermine bekommen oder nicht? Doch, wir haben wieder eine. Oje, oje. Kommt mal hier mit zu der Tür, ich möchte euch was zeigen. Ja, perfekt. Das heißt, die Bonusziele haben wir und jetzt können wir wie gewohnt mit denen aufräumen. Verstärkung! Falls ihr nicht ein paar overdressed Paparazzi seid, hatte ich auch nicht gedacht. Peter, das ist eine Sammelstelle für Spenden an Lees Wohlfahrtseinrichtung. Kleider, Bücher, sie werden von Sammelbehältern aus der ganzen Stadt hergebracht. Klingt nach einem perfekten Vertriebsnetz für Drogenhandel. Das ist wohl auch der eigentliche Zweck. Boah, zwei Stück von denen.
Wie könnt ihr Verstärkungstypen nur so schnell hier sein? War die 6-mal pünktlich? Wow. Noch mehr Dämonen! Wie könnt ihr Typen euch nur unterscheiden? Ich meine, es gibt nur so wenige Maskenvariationen. Oh nein. Puh, das war auch ein paar Mal zu knapp für meinen Geschmack. MJ, der Ort ist abgeriegelt. Super, ich gebe einen anonymen Hinweis. Wenn die Polizei die Sammelbehälter kontrolliert, findet sie sicher Spannenderes als gebrauchte Jeans. Dann noch entspannt einen Rucksack einsacken und das Wahrzeichen fotografieren. Sehr schön. Gut, dass Spidey so klebrig ist. Da drüben ist eine Baustelle von Fisk. Wollen wir mit denen auch noch aufräumen? Ich würde sagen, wenn wir schon mal hier sind. Ah. Okay. Zahlreiche Zeug. Captain, ich beobachte eine Baustelle von Fisk und die ganze Ausrüstung hat eine Staubschicht. Ist sie da nur zur Show? Das ist mein Tipp. Ich sehe mir das genauer an. Drei lautlose Takedowns. Ich habe auch ein Ego, aber ich werde dafür bezahlt, dass ich auf mich schießen lasse. Jameson meint, Spider-Man schröpft seine Opfer. Oh, okay, das muss ich ihm lassen. Das ist ja eine feine Abzocke. Das stört die gar nicht. Ah. Der da steht da noch alleine rum. Ich muss pinkeln. Schön. Und jetzt nur noch 10 Objekte rumwerfen. Die neue Munition ausprobieren. Den können wir nicht einfach so ausschalten. Ja, dann lasst uns doch jetzt in den Kampf gehen. Oh, wobei der war gerade noch sicher. Okay.
kriegen das gar nicht mit. Oh doch, Welle 2. Alles klar. Keiner macht den Kingpin ungestraft Ärger. Nimm das! Treffer! Schwärmt aus! Macht ihn fertig, bevor er uns alle umbringt! Das wird ein mieser Tag für dich! Wie macht er das? Ob tot oder lebendig, Fisk ist's egal! Wie macht er das? Das macht ihn endlich fertig! Noch mehr Typen? Sorry, aber die Gratis-Donuts sind leider aus. Weiter, wir packen das. Was ist das? Schön, gute Einstellung. Mr. Fisch. Achtung, er ist in der Luft. Aufhalten. Jungs, ganz locker. Der Winterschlussverkauf hat noch nicht begonnen. Werd ihr das Hirn wegschießen? Spider-Man, die Baustelle hat Beton anliefern lassen, mit dem man 2 Wolkenkratzer bauen könnte. Warte, nicht sagen. Sie verstecken Drogen im Beton. Das glaube ich auch. Wir brauchen einen begründeten Verdacht, um das bestätigen zu können. Den bekommst du. Ich werde dir Respekt beibringen. Er macht dich kalt, wenn du runterkommst. Reicht! Mr. Fisk lässt grüßen. Holt ihn auf den Boden. Weiter, wir packen das. Und noch mehr. Nicht drängeln, ich kümmere mich um jeden persönlich. Keiner macht dem Kingpin ungestraft Ärger. Was zur Hölle war das? Boss will deinen Kopf. Autsch! Ich werde dir das Maul stoppen. Lasst euch nicht einschüchtern! Wow. Mr. Fisk lässt grüßen. Hoffentlich das zahle ich ihr heim. Verstärkung. Okay, ich wollte böse Jungs einspinnen und Sprüche klopfen, aber mir fällt echt nichts mehr ein. Der Boss will deinen Kopf. Wir werden immer weniger. Wir werden immer weniger. Das ist gut. Ich hab was für dich. Versucht ihm den Hintern! Ich komm nicht an ihn ran! Auf ihn! Oh nein! Das macht ihn endlich fertig! Es wird wehtun! Achtung, er ist in der Luft! Oh Gott, der arme Typ. Holt ihn runter, sonst haben wir keine Chance. Ui, wir müssen ja noch Objekte werfen. Und warum steht der Typ da außerhalb? Moment. Das wird dir das Maul stopfen. Captain, Fisks Männer und der ganze begründete Verdacht warten eingesponnen auf dich. Gute Arbeit. Fisk glaubt, er kann von drinnen alles steuern. Aber er wird noch lernen, warum Fernbeziehungen nicht funktionieren. Okay. Da hängen noch ein paar Gliedmaßen raus. Die Arme. Dann schnappen wir uns noch die Taube da drüben. Ist eine Taube. Und die Jagd beginnt. Hoffentlich sieht mich niemand. Ja, die ganzen Leute da. Oh, komm her. 5 von 12. Wir haben ja schon fast die Hälfte.
Hat sonst noch jemand gehört, dass Spider-Man tatsächlich Smogwolken sucht, um sich hindurchzuschwingen? Verhält sich so ein geistig gesunder Mensch? Ich sag Ihnen mal, was da meiner Meinung nach vor sich geht. In meiner Kindheit hatten wir Probleme mit Jugendlichen, die Kleber schnüffelten, um high zu werden. Angesichts von Spider-Mans amoralischem Charakter gehe ich davon aus, dass wir hier dasselbe Prinzip haben. Aber so etwas schadet auch dem Gehirn, was auch einiges über Spider-Man erklärt. Er schwingt sich im Smograusch durch die Stadt. Ja, schon klar, Jameson. Das hat Spidey ja schon vorhergesehen, dass irgendwie so eine Meldung noch kommen wird. Okay, das Viertel ist gut gesäubert. Das heißt, die paar Sachen und dann rüber zu MJ. Ich helfe lieber denen, die nicht das Rathaus in die Luft gesprengt haben. Fühlt ihr euch schlecht behandelt? Versucht mal, die Stadt nicht zu zerbomben. Boah, die haben echt krasse Waffen. Also eigentlich dürften die Dämonen da keine Chance haben. Die Stadt wird zum Kriegsgebiet. Sorry, Jungs. Ich scheine ein Helfersyndrom zu haben. Hier war gleich noch ein Rucksack. Hier ist Säbelzentrale. Wie ist die Lage in Columbia? Verkehrskontrollpunkt Charlie unter Beschuss durch Dämonen. Noch mehr Dämonen. Wir können gleich mal gucken, wie es mit unseren Marken aussieht. Und was wir wieder so upgraden können. Wow. Wow. Wollte der uns gerade mit seiner Panzerfaust hauen? Gar nicht so gucken. Der arme Kerl dort. Mischen wir auch mal noch mit. Deine Unterstützung war unnötig, Spider-Man. Oh, mir machst du nichts vor, Mr. Harte Schale. Du liebst mich doch. Und ich dich auch. Dämonen und Sable. Was da wohl schlimmer ist. Perfekt. Hey, mach mal was. Spinnenkrise, ich muss durch. Der andere Anzug ist schöner. Ich habe gerade sogar mit dem Gedanken gespielt, den vielleicht mal zu wechseln oder zumindest hier ein bisschen abzugraden. Lasst uns mal kurz noch die Geräte angucken. Das wird leider erst auf Stufe 30 freigeschaltet. Der erhöhte Explosionsbombenradius. Die Drohne an sich war ziemlich stark. Die war nur sehr kurz da. Das erhöht aber die Dauer. Perfekt, das brauchen wir.
Das Aufprallnetz, das haben wir bisher sehr wenig benutzt. Die Stolpermine, die ist ganz okay. Und den Erschütterungsschlag, den können wir jetzt auch herstellen. Dadurch, dass wir die Herausforderungsmarken von den Bomben haben. Das testen wir und die Suspensionsmatrix auch. Okay. Bei den Anzügen, wir haben noch das erhöhte EP durch das Besiegen von Gegnern. Ansonsten Netzangriffe generieren mehr Fokus. Ich glaube, das passt sonst soweit. Gibt es noch irgendwie neue Anzüge für uns? Vielleicht sollten wir auch diesen Hybridanzug mal benutzen. Der gefällt mir auch sehr. Ja, aber ich glaube, noch ist nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Also machen wir erst noch mit unserem Iron Spider-Anzug weiter. Und holen uns den Turm da drüben im Park. Damit haben wir auch die Central Park Abdeckung abgeschlossen und ich glaube, hier war auch gleich wieder ein Rucksack in der Nähe. Officer 1010 gemeldet. Drogenhandel. Tragbares Gaming-Gerät. Und hier ist MJ irgendwo. Viel kleiner, als ich dachte. Hey, was soll das denn heißen? Wo bist du, MJ? Mist. Oh, und wieder eine kleine Stealth-Einlage. Vordringen? Da wimmelt es von Wachen. Wie willst du zu ihm vordringen? Sehr, sehr unauffällig. Ich muss los, Partner. Standish ist irgendwo da drin. Ich muss an der Wache vorbei. Mal sehen, ob die Köder von Pete funktionieren. Noch eine weitere Mechanik. Das Loch im Zaun sieht gut aus. Nur noch die Wache ablenken. Tja. Nutze R, um auf die rechte Seite zu zielen. Ach, hier, okay. Aus dem Weg. Was war das? Ich muss weiter. Jetzt. Ich sehe nach unserem Hausgast. Du bleibst hier. Verstanden? Hausgast? Muss Standish sein. Er ist hier irgendwo. Schnell außen rum. Was ist das? Die Dämonen töten jeden, der mit dem Teufelsatem zu tun hat. Standish ist in echter Gefahr. Mist. Hab's. Weiter jetzt. Standish, ich wusste es.
Ich muss zu dem Zelt kommen. Standish ist sicher, Ma'am. Schaltet auch den Funk ab. Die Presse soll nichts von Michaels oder dem Teufelsatem erfahren. Wird gemacht. Sie ist nervös. Standish muss etwas über Dr. Michaels wissen. Könnte echt einen Kaffee brauchen. Mist. Generator gestört. Das lenkt ihn nicht lange ab. Wie sieht's aus? Ist der Konvoi bereit? Alles bereit. Sobald der Befehl kommt, wird Michaels an den neuen sicheren Ort gebracht. Sie bringen ihn weg. Ich muss wissen, wohin, sonst ist unsere Chance vertan. Fahr das Ding hier weg. Das sollte längst woanders sein. Verstanden. Wir sind weg. Der fährt gleich los. Eine gute Deckung. Los, los, los! Könnte ich einen Kaffee brauchen? Geschafft. Bravo und Charlie sind bereit für die Verlegung von Dr. Michaels, Ma'am. Schickt noch zwei Einheiten. Er hat die einzige Probe des Teufelsatems bei sich. Ich will keine Pandemie auslösen. Oh Mann, die Stelle war fies. Sieht wichtig aus. Sichere Orte. Wenn Dr. Michaels an einem ist, weiß Standish an welchem. Sollte noch ein Foto machen. Perfekt. Muss hier weg. Da ist Standishes Zelt. Unglaublich, dass Michaels den Teufelsatem mit sich herumträgt. Osborn will ihm keinem anderen anvertrauen. Rächt sich das nicht für ihn oder uns. Geschafft. Zentrale, alles ruhig. Wiederhole, alles ruhig. Zur Hölle war das. Charles Standish? So ein Mist! Charles, wo ist Dr. Morgan Michaels? Lee hat sie geschickt. Oder nicht? Nein. Okay. Wenn er mich töten will, dann sagen Sie ihm, er soll es selbst tun. Ich gehöre weder zu den Dämonen noch zu Sable. Ich bin Reporterin. Und ich will auch Lee aufhalten. So wie Sie. Watson. Ihre Verfasserzeile kenne ich.
Sable hört mich nicht an. Sie hat Michaels in der Bowery. Morgen Mittag bringen sie ihn zu einem neuen, sicheren Ort. Aber sie ignoriert Grand Central völlig. Grand Central? Die Dämonen haben es erwähnt, als sie mich festgehalten haben. Sie wollen dort... Was, Charles? Was wollen die Dämonen in Grand Central? Was zum... Charles! Oh! Was zur Der gehörte Hölle? Nicht zu Sable. Definitiv keiner von Sable. Nein. Tut mir leid, Charlie. Okay, Zeit zu gehen. Nein, er weiß etwas. Hoppla. Tja, das war wohl der unangenehmste Schwung meines Lebens. MJ ist unzufrieden. Oh je, das haben wir vergeigt. Hey, okay, noch etwas. Tut mir leid, Charlie. Du schlägst ihn K.O., machst meine Nachforschungen zunichte und sagst dann, tut mir leid, Charlie. Ist das denn alles ein Witz für dich? Was? MJ, nein, ich hab's versaut. Ich wollte Spannung rausnehmen. Spannung rausnehmen? Klar. Du weißt, dass wir uns deswegen getrennt haben? Wolltest du dich nicht auf deine Karriere konzentrieren? Wir haben uns getrennt, weil du mich wie ein Baby behandelt hast. Tu dies nicht, MJ. Tu das nicht, MJ. Das ist zu gefährlich, MJ. Ich habe vielleicht keine Superkräfte, aber ich bin nicht aus Zucker. Du schleichst dich mitten in eine bewaffnete... Weißt du was? Können wir das einfach lassen? Bitte? Hast du was über Dr. Michaels rausgefunden? Schön. Michaels ist irgendwo in der Bowery. Sable bringt ihn morgen Mittag da weg. Klasse. Noch irgendwas? Hat er etwas über Grand Central gesagt, bevor ich gekommen bin? Er hat... Nein, gar nichts. Hör zu, ich muss los, Peter. Abgabefrist. Peter. Daran erkennt man, dass sie noch böse ist. Peter. Gut gemacht, du Superheld. Mann, bin ich genervt. Ich muss ein bisschen Dampf ablassen. Mhm. Und ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, Leute. Macht's gut. Ciao.